Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Ich hoffe, das geht so mit dem Licht. Die Sonne ist gerade weggegangen. Aber das ist jetzt egal. Ich muss das Buch jetzt rezensieren. Ich habe gerade die schriftliche Rezension fertig geschrieben. Die findet ihr unten in der Infobox, falls sich die noch jemand durchlesen möchte. Und ja, wie ihr im Titel schon sehen könnt, geht es um Der Spezialist von Mark Allen Smith. Und das Buch ist so toll. Ja, es ist ein Thriller. Genauere Daten, Preis und so, also Bastel-Lübbe Verlag, schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox und ist dann auch nochmal in meiner schriftlichen Rezension zu finden. Ja, ach, das Buch ist so toll. Also ich habe das Buch durchgelesen innerhalb von ein paar 5 Stunden oder so. Also ich habe irgendwann mittags angefangen und war abends fertig. Oh, es ist einfach so toll, dieses Buch. Kommen wir erstmal zum Inhalt, damit ihr auch wisst, worum es geht. Also, hier geht es um Geiger. Geiger ist der Spezialist auf seinem Fachgebiet. Und ja, sein Fachgebiet ist Menschenfoltern. Und zwar nicht irgendwie zum Spaß oder zu Anschauungszwecken, sondern um an Informationen zu kommen, an wichtige. Das passiert beispielsweise, wenn jemand etwas gestohlen hat, aber nicht sagen will, wo er es hingebracht hat, ob er es überhaupt noch hat, was er damit vorhat. Ja, und dann bringen die Leute diesen Jones, wie er diese Menschen nennt, die irgendwas verbrochen haben, bringen sie dann halt zu ihm. Ist natürlich alles illegal, also das ist jetzt nicht, dass die Polizei dahin geht und sagt, hier mach mal, sondern das machen dann eher so Drogenbosse und so eine Leute, die halt beklaut werden können. Und ja, er hat dann da so seine Methoden, da die Wahrheit aus den Leuten rauszubekommen. Und er hat so ein bisschen, also er hat, ich weiß nicht, ob man das als eine Krankheit nennen kann, aber er ist ein sehr gefühlsloser Mensch, wenn er überhaupt Gefühle hat. Und hat deshalb auch irgendwie die Fähigkeit sozusagen, die Möglichkeit zu erkennen, wenn jemand lügt. Und ja, er benutzt nicht die normalen Foltermethoden, die sonst andere Leute benutzen, wie unsägliche Schmerzen und, also schon unsägliche Schmerzen, aber nicht mit Arm aufschneiden und weiß ich nicht, was da noch alles dazu kommt, sondern er benutzt viel die Angst mit. Und zum Beispiel in den gleich ersten Seiten wird eine... ich bin so aufgeregt. Wird eine Folterung geschildert, bei der er Akupunkturnadeln benutzt, die ja eigentlich den Schmerz blockieren sollen, dass er nicht zum Gehirn kommt. Man kann sie aber auch so einsetzen, jedenfalls kann Geiger es, dass sie einen Höllenschmerz auslösen. Und ja, auf jeden Fall ist er halt auch so sehr beliebt, weil bei ihm noch niemand gestorben ist. Unter anderem halt auch, weil er, wie gesagt, dieses mit dem Blut relativ, also er will es vermeiden, bei seinen Sitzungen das Blut fließt und schafft es auch. Bis jetzt ist bei ihm, wie gesagt, auch noch niemand gestorben. Was auch unter anderem daran liegt, dass er ein paar Regeln hat, einen Kodex, wie er das nennt. Und zwar sind das halt so Sachen wie, er arbeitet nicht mit Kindern, nicht mit über 70-Jährigen, weil da das Herzinfarktrisiko sehr groß ist. Und nicht mit generell Menschen mit Herzproblemen, wegen, ist klar, Herzinfarkt und so. Dann kommt aber irgendwann doch mal jemand ran und meint, er möchte, dass Ezra, das ist ein 12-jähriger Junge, von Geiger sozusagen, angenommen ist das falsche Wort, aber halt sozusagen ja verhört wird, gefoltert wird, um an seinen Vater ranzukommen, der seinem Boss, also dem Boss vom Klienten, etwas gestohlen hat. Zunächst will Geiger das natürlich sofort ablehnen, weil er strikt dagegen ist, irgendwas in seinen Kodex und Regeln und Verhaltensweisen irgendwie zu ändern. Als er dann aber merkt, dass der Klient auch noch andere Möglichkeiten hat, diesen Jungen zum Reden zu bringen und diese auch einsetzen wird, wenn da nichts passiert, da wird Geiger so ein bisschen hellhörig und denkt sich, dann geht's wohl irgendwie doch nicht nur so um so was Banales wie so eine gestohlene Sache. Und ja, letztendlich rettet er den Jungen sozusagen, also das heißt, er rettet ihn, er fesselt ihn und packt ihn mit in sein Auto, aber
er rettet ihn halt sozusagen aus den Fängen von dem Klienten und versucht dann im Laufe des Buchs herauszufinden, was los ist mit dem Vater des Jungen, warum er gejagt wird. Und ja, so viel schon zum Inhalt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt. Das ist schon so. Und ja, man kann recht gut erkennen, also wie ich jetzt schon geschildert habe, ist es ja so, dass das Buch schon ein wenig grausam ist. Einfach nicht, weil es blutig ist, obwohl zum Ende wird es dann auch ein bisschen blutig. Aber an sich ist es halt so, dass die Folterungen sehr detailliert und anschaulich beschrieben werden. Und ja, das ist halt auch nicht jedermanns seins. Ich kann empfehlen, eine Leseprobe zu lesen oder, falls man irgendwie mal im Buchladen ist, sich das Buch zu schnappen und das erste Kapitel durchzulesen oder ein bisschen über das erste Kapitel hinaus, weil da foltert er schon seinen ersten Menschen und dann weiß man, ob man dieses Buch lesen sollte oder lieber nicht. Und ja, eine Leseprobe habe ich euch oder packe ich euch dann noch in die Infobox, dann könnt ihr halt mal reingucken. Und ja, also das Buch ist unglaublich spannend, muss ich sagen. Lässt sich auch super lesen. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt großartig da Fremdwörter vorkommen oder so, wo ich jetzt überlegen muss und ich bin 9. Klasse. Also werdet ihr da wahrscheinlich auch nicht so wirklich Probleme mit haben. Und ja, wie gesagt, man muss sich halt nur drauf einlassen können. Und ich mag es ja blutig und so detailreich beschrieben und so, das ist ja voll mein Ding, aber das sind ja nicht jedermann seins. Außerdem ist dann noch ein bisschen so, dass Geiger halt, wie ich schon erwähnt habe, ein sehr gefühlsloser Mensch ist und ja, das auch dazu beiträgt, dass ich auch, was sich ein bisschen komisch anhört, wenn man das Buch schon gelesen hat, aber bei einigen Stellen schmunzeln musste, ganz einfach, weil Geiger bestimmte Dinge, die oft auch grausam sind und Tatsachen, bei denen man nicht, sich nur so, bei denen man schon den Atem anhält sozusagen, einfach mit einer Gleichgültigkeit ausdrückt wie kein zweiter und man sich dann natürlich währenddessen vorstellt, wie er das dann sagt so und sich so überlegt, das kann er jetzt, das geht nicht und das kann man doch nicht so sagen und ja, das ist halt auch, generell hat mich Geiger sehr fasziniert durch das ganze Buch lang, weil er halt, ja, sich auch ein wenig verändert durch den Jungen und, ja, auch dieses, ich mag ja dieses Kühle und so und es ist aber halt so, dass es vielleicht auch für einige nicht so zu verstehen ist, wie Geiger handelt und auch, dass alles ein bisschen sehr kühl erzählt ist, weil Geiger halt auch kühl ist und insofern passt das auch zu dem Buch. Und ja, tut dem Ganzen auch keinen Kratzer, Patzer, keine Ahnung. Also ich kann das Buch jedem wärmstens empfehlen, der gerne Thriller liest und auch ein wenig damit klarkommt, dass es mal ein bisschen blutiger oder grausamer wird. Und es ist einfach so toll, dieses Buch. Ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil, auf das zweite Buch von diesem Autor, das im November rauskommt. Ich wünsche, es wäre jetzt schon da. Und ja, lest dieses Buch. Es ist einfach grandios. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich und ich bin nicht so euphorisiert gewesen von diesem Buch. Schreibt mir eure Kommentare in die Kommentare, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, wenn ihr vorhabt, das Buch zu lesen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, ciao.